Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Swarmzee. Bewerte den Part und viel Spaß! Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gespielt und in den letzten beiden Parts durfte ich das Baby woanders hin platzieren und das geht jetzt nicht mehr. Und andererseits wurde noch etwas nachgepatcht und zwar, Moment, einmal kurz reinscrollen. Ich darf, oder sollte besser gesagt, nicht mehr den hier bringen. Denn wenn der zweite oder dritte versucht, den vorderen Zombie anzugreifen, dann tut er das nicht mehr, weil der erste im Weg ist. Ich kann das jetzt eventuell einmal demonstrieren. Ich weiß nicht, ob das klappt. Da. Also, es hat noch eine gewisse Toleranz, aber der Bereich vor ihm sollte gesperrt sein, zumindest laut den Patch Notes. Mal gucken, ob ich das merken werde. Ich probiere jetzt den Klassiker aus den anderen Parts. Das wird ja wohl reichen, wenn ich jetzt hier Barrikaden hinstelle. So. Und dann davor ein paar Leute platziere. Einmal hier in die erste Reihe bitte. So, und ja, die Ecke hier wird ein Problem sein. Ich hätte das eigentlich noch ein bisschen weiterziehen sollen. Ich mache da ein paar hin. Vielleicht doch eine zweite Reihe. Ah, ich weiß nicht, wie die sich gegenseitig dann aufheben. Zumal ich habe, Alter, ich habe nur 90.000 Dollar. Aber ich glaube, das reicht schon. Oh, okay, ich habe keine Kohle mehr. Dann nochmal einen Shotgun-Typen nach vorne. Nee, Moment, der beschützt das Baby direkt. Hier, zack. Wow. Und der auch. Mit seinem Baseballschläger. Und Start. Dann schauen wir mal. Brace yourself. Kommt her. Da kommen sie. Ja, okay, schön macht er das. Bisher nur die erste Reihe. Könnte aber auch daran liegen, dass sie gar nicht so weit kommen. Ja, das geht schon. Zumal, wenn die erste Reihe getötet wird, dann macht die zweite ja wieder Sinn. Als ob das immer noch so funktioniert. Ach, komm schon. Ja, da kommen noch ein paar mehr. Bitte. Jetzt räumen wir nicht direkt wieder alles weg. Ach ja, ich kann auch. Hier, die Zombie-Leichen durchgehend einblenden lassen. Mal gucken, wie das aussieht. Ich werde dann auch gegen Ende des Parts einmal die ganze Map voller Zombies ballern und mal schauen, ob ich die noch besiegen kann. Beim letzten Test waren es, glaube ich, 106.000 Zombies. Es funktioniert einfach. Das kannst du keinem erzählen. Ich habe da auch ständig drüber nachgedacht. Mir fällt keine Methode ein, was man hier reinpatchen könnte, um es irgendwie ein bisschen spannender zu gestalten. Ich meine, so schlimm wie jetzt am Anfang in den ersten Parts ist es nicht mehr wahrscheinlich, dadurch, dass man das Baby nicht mehr platzieren kann und hier die hinteren Reihen dann nicht mehr angreifen, aber eine Lösung ist es auch nicht. Obwohl die ja schon sehr nahe kommen, ne? Ja, doch. Ja, weil die keine freie Sicht haben. LOL. Ich werde... Nee. Die mischen sich noch ein. Ich werde das überleben. Nicht mein Baby, nicht mein Baby. Da, guckt ihn euch doch an. Mein Junge. Ist er nicht schön? Ja, also ein paar Leute von mir liegen da jetzt, aber wie Mama immer sagte, ein bisschen Schwund ist immer, ne? Halb so wild. Oh, oh. Ja, dieser verkackte Wagen. Der versperrt komplett die Sicht und wie die sich hier stapeln. Alter. Ja, schade, Leute. Schade. Als ob da immer noch alle rumliegen würden. Krass. Hallo? Ach so. Ah ja, da ist alles down. Und hier? Auch gleich, ne? Ist sie schon ein bisschen leerer geworden? Nee, eigentlich nicht. Hä? Alter! Wie lange das dauert, wie sie sich anstellen? Komm schon, Baby Harald. Gib mir meine Belohnung. Gib mir meine Belohnung. Ich will's hören. Und? Ah ja. Der denkt sich einfach nur... Ah ja. Er hat's geschafft. Oh, eine Farm. Okay, ja, sehr schön. Sehr schön. Wisst ihr, das ist auch so geil. Oben rechts sieht man ja gerade, wie viele Zombies es gibt. Und man merkt, dass die das mit dem Tool einfach, wie ich schon im ersten Part, diese Massen platziert haben. Aber durch die Bäume oder ja, einfach durch schlampiges Platzieren sind dann diese ungeraden Stellen oder ungeraden Zahlen passiert. Also ich hätte noch mal ein bisschen nachjustiert, dass es einfach schön aussieht. Das verstehe ich nicht ganz. Alter, einfach... Och nee. Komplett wirklich von allen Seiten. Ich könnte jetzt auch hier an jeder
Stelle irgendwie eine Station bauen. Genug Geld dafür hätte ich. Na, wir testen. Ich teste einfach mal. Das ist definitiv nicht die beste Art, das zu lösen. Aber ich finde es gerade schon interessant. So, wir machen hier mal so ein kleines, so ein Schutzwall da drum. Ich will auch eine Linie ziehen. Och, Menno. Ja, cool, dann auch noch davor, ist mir doch egal. Ich habe genug Geld. Hab ich gar nicht. Oh, ich habe mein Geld überschätzt. Okay, dann nicht. Ja, einfach mal hier ein paar hin. So. Wer braucht denn auch schon Barrikaden? Braucht doch kein Mensch. Die Menschen sind meine Barrikaden. Ja, vielleicht nochmal hier. Ich weiß nicht. Normalerweise müsste das hier sogar schon reichen. Also jetzt nicht für alles, aber für den inneren Schutz. Wenn ich jetzt hier noch ein paar hinmache, dann lippt es doch. Ja, hab jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, wo die meisten sind. Also eigentlich hier unten, aber YOLO. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so gut ist. Oh Gott, was? Oh nein. Ja, ohne Schutz, ne, ist schon ein bisschen blöd. Also es sieht gar nicht mal so kacke aus. Also da oben ist es ganz okay. Aber hier unten, wo die meisten sind, es könnte trotzdem noch funktionieren. Wie sie sich da auch wieder vorbeisneaken wollen an diesem grünen Auto. Oben sind alle down, rechts auch, links, auch fast. Nur hier, da leben ja sogar noch ein paar. Hey Leute! Und... Ja. Nur noch die paar. Ja, der letzte. Baby Harald. Ah ja. Was ist das jetzt hier? Einfach nur so drei Zelte und ein Lagerfeuer? Ja, das ist ja noch einfacher. Dann nehme ich das jetzt in die Hand und baller euch da wieder hin. Hier. Ich habe nochmal so eine Art Schutz, selbst wenn hier jetzt welche durchgehen, dass dann all die anderen, theoretisch zumindest, auch in die Mitte ballern können. Hier noch ein bisschen YOLO, damit die da ein bisschen Spaß haben. Und Start. Brace yourself. Kommt spielen. Oh ja. Ey, die Leute da außerhalb werden so schnell sterben. Oder? Als ob die das schaffen. Die da oben links, die leben einfach noch. Ich habe das Spiel durchgespielt. Selbst wenn jetzt die Äußeren sterben würden, die sind ja nicht mal ansatzweise im inneren Kreis. Schaut mal, Leute. Das ist Kunst. Hier. Das ist eine Eule. Da links die Zombie-Masse. Und da ist ein Feuerwerk. Oder ein Sonnenaufgang oder sowas. Ja, das ist doch... Mann, das ist ja ein wunderschönes Spiel. Ist das ein Witz? Der äußere Ring hat das geschafft. Oh. Immer wieder geil. Wie? Kampagne komplett durch? Want to see how many zombies your computer can handle? Ja, das wollte ich ja tun. Nice. Als ob das letzte Level das einfachste im Spiel ist. Es wäre halt cool, wenn man noch weitere Flächen hier hinbauen könnte. Weil so viel Angst habe ich jetzt nicht um meinen Computer, dass er das hier nicht schafft. Ich kann mal gucken, wie viele hier drauf passen. 230, 40, 50, 263.000. Ja, okay, es ruckelt schon. Alter. Ein Zombie weg. Und... Ich glaube, ich kann... Nee, ich muss sogar noch Menschen platzieren. Ach, Mann. Ja, der schafft das schon. Start. Alter. Oh mein Gott, ruckelt das. 12 Frames per Second. Als ob. Okay, nochmal. Ey, es ist so hart am Ruckeln. Nein! Ach Mann, warum macht er das? Einfach hier reihum. So. Da passiert mir schon nichts. Also wenn ich das richtig einschätze, ist innerhalb der ersten Sekunde die Barrikade weg. Dann nehme ich jetzt hier die wieder und platziere die überall. Okay. Und? Ich glaube, das ruckelt jetzt ein bisschen, ne? Ja, 9 FPS, 8 FPS. Alter, 7 FPS? Wenn ich näher... Oh Gott. Ja, das tut ja weh.
Sekunde, was ist denn? Wir testen mal was. 7 FPS ungefähr. Erstmal permanente Körper wegmachen. Und? Ja, ändert nicht viel. Eigentlich gar nichts. Nur Full HD. Und? Das ändert auch nichts? Warte, also jetzt? Jetzt mache ich aber mal richtig die Qualitätsvideos. 640x480. Viel Spaß mit 480p. Oh Gott. Das ist doch nicht 480p. Ich kann nichts mehr lesen. Hallo? Alter, ich sehe nicht mal. Ich habe immer noch 7 FPS. Das ändert gar nichts. Merkwürdig optimiert. Ey, das sieht ja. Oh Gott. Hier, Leute, ich zeige euch mal den Unterschied. 480p mache ich mal HD, Leute. HD. 720p. Erstaunlich, wie kacke 720p aussieht, ne? Full HD. Ja, das kennen wir ja schon. Sieht schon viel besser aus, ne? Das ist Full HD? Ich glaube, das sieht gerade so komisch aus, weil es ruckelt. Ja. Und wieder zurück auf 1440p. Ja, schade, dass mein 4K-Monitor abgeraucht ist. Sonst könnte ich euch das jetzt auch noch zeigen. Oh, ist das schrecklich. Aber es ist richtig easy. Guckt euch das mal an. Das sind einfach über 200.000 Zombies. Ist das krank. Warum dünnt sich das da gerade so komisch aus? Seht ihr das? Das sieht ja komisch aus. Hä? Was ist denn da los? Ey, wie die sich bewegen. Was ist das denn? Ist hier... Kann man hier was kaufen? Ist hier, gibt's hier einen Rabatt? Die wollen alle mein Baby haben, aber nicht mit mir. Oh, schaut mal, Leute, ist das süß. Die basteln Schuriken. Ach, ey, ist das nett von denen. Die waren wirklich unterfordert. Wenn man da dann noch... Also man darf ja nicht vergessen, ne? Normalerweise die Hinteren, die können da ja nicht nach vorne schießen. Die sind nur am Chillen. Aber ich frage mich, warum zur Hölle habe ich immer noch nur 9 Frames per Second? So, Baby Harald, ich muss Abschied von dir nehmen. Gib's mir noch ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Sprich mir nach, ja? Sprich mir einfach nach. Ah ja? Ah ja, wo bist du denn? Hallo? Das ist halt so geil, dass da nicht mal irgendwie was drin ist. Noch einmal. Ah ja. Okay. Dann bewertet den Part, schaut noch in die Videobeschreibung, da sind ganz viele tolle Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.